Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Crimes and Punishments wollte ich gerade sagen, aber es ist ja The Devil's Daughter. Und wir wollen fortfahren und können schon was herleiten. Kann man mit ihr nochmal reden? Was kann ich noch erzählen? Weiß ich nicht. Irgendwas Interessantes. Okay, wir gucken mal nach Herleitungssachen. Abdrücke auf der Nase. Warte mal. Zu Hause bleiben, Brief vom Stiefvater. So, das passt doch wunderbar. Mary hatte die Gelegenheit, zu anderen Menschen Kontakt zu knüpfen, ohne dass der Stiefvater davon wusste. Das stimmt soweit. So, verschiedene Schuhe und Abdrücke auf der Nase. Schlechte Augen. Sie ist vermutlich kurzsichtig. Okay. Heimlich-tuerischer Mann und der Brief vom Stiefvater? Nee. Ah, okay. Aus irgendeinem Grund traf sich Hosmer Angel nur dann mit Mary, wenn ihr Stiefvater auf Geschäftsreise war. Marys Stiefvater weiß nichts von ihrer Beziehung zu Hosmer Angel. Mr. Angel ist ein zurückhaltender, schüchterner Mann, der Mary... Nee. Das glaube ich nicht, dass der ein schüchterner und zurückhaltender Mann ist. Marys Stiefvater lügt. Er ging nicht auf die Geschäftsreise, als er herausfand, dass Mary ihm nicht gehorcht. Marys Stiefvater ging auf die Geschäftsreise, was Mary die Gelegenheit bot, sich heimlich mit Hosmer Angel zu treffen. Ich sag mal das. Ist halt die Frage, welche Geschäftsreise, die erste oder die zweite? Ich glaube, auf der ersten war der, aber auf der zweiten aber nicht. Die beiden Briefe passen doch auch zusammen. Die beiden Briefe weisen dieselben Buchstabenfehler auf und wurden von einer Person auf derselben Schreibmaschine getippt. Das ist reiner Zufall. Nee, die wurden schon auf einer Schreibmaschine getippt. Da bin ich mir fast ganz sicher. So, zu Hause bei Marys Vermögen. Geld. Die Familie möchte, dass Mary bei ihr bleibt und nicht heiratet, weil sie sonst nicht mehr auf Marys Geld zurückgreifen könnte. Oder Sorgen. Mary und ihr Stiefvater vertrauen einander. Er möchte, dass Mary zu Hause bleibt und nicht ausgeht, weil das seiner Meinung nach das Beste für sie ist. Das würde ich jetzt als logischer erachten. Windy Bank ist Angel. Ich kann jetzt schon eine Schlussfolgerung ziehen? Was? Das war der ganze Fall? Das war der ganze Fall? Windy Bank ist Angel. Marys Stiefvater Mr. Windy Bank nahm die Tarnidentität von Mr. Hosmer Angel an, damit sie seine Stieftochter samt ihrem Vermögen weiterhin in seinem Haus bleibt. Wahrheit verschweigen. Es würde Mary Sutherland großen Schmerz zufügen, die wahre Identität von Hosmer Angel herauszuerfahren. Oder die Wahrheit sagen. Mary Sutherland ist eine ehrliche und liebenswerte junge Frau, die das Recht hat, ihr eigenes Leben zu leben. Sie verdient es nicht, auf diese Art hintergangen zu werden. Ja. Warte mal. Kann ich denn nicht? Ich kann sonst nichts mehr tun. Ich kann nur noch meine Schlussfolgerung jetzt herleiten. Ja, ich kann nichts anderes mehr tun. Ich denke, dieser Fall ist ziemlich klar, nicht wahr, Mr. Holmes? Was kann ich noch erzählen? Weiß ich auch nicht. Okay. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier Sorgen? Sie machen sich Sorgen. Und es ist reiner Zufall. Und er ist wirklich verreist. Das führt dann zu gar keinem Ende. Mary ist schüchtern. Ah, guck mal. Angel hat Mary verlassen. Nee, stimmt nicht. Ich bleibe dabei. Und zwar hierbei. Da gibt's noch eine Möglichkeit. Der Betrüger Hosmer Angel. Mr. Angel ist ein Betrüger, den Mr. Windy Bank beauftragte, dafür zu sorgen, dass sich seine Stiefvater in ihn verliebt, ihm treu bleibt. Was? Nein, so ein Quatsch. Das ist doch Unsinn. Ich glaube, das ist das. Und wir sagen ihr die Wahrheit. Ja. Der Hausfrieden als Erfolg. Lassen Sie Mr. Angel aus Ihrer Erinnerung verschwinden, so wie er aus Ihrem Leben verschwunden ist. Sie denken, ich sehe ihn nie mehr wieder? Ich fürchte nicht. Aber was ist mit ihm geschehen? Ihr Stiefvater hat Ihre Mutter wegen des Geldes geheiratet und auch Ihr Vermögen gerne genossen. Aber angesichts Ihrer Vorzüge war es klar, dass Sie nicht viel länger ledig bleiben würden, auch wenn er Sie am Ausgehen gehindert hat. Er verkleidete sich und tauchte als Mr. Hosmer Angel auf. Er brachte sie fast bis zum Altar und verschwand, bevor es ernst wurde. Sein Ziel war, dermaßen grob mit ihren Gefühlen zu spielen, dass es einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterlässt. Sie wurden schändlich betrogen, Miss Sutherland.
Mr. Holmes. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben uns doch verlobt. Das ist ja furchtbar. Oh. Aber dennoch vielen Dank für alles, Mr. Holmes. Holmes, das wäre auch diplomatischer gegangen. Ich wollte doch die Wahrheit sagen. War das jetzt der ganze Fall oder war das nur so ein kleiner Zwischenfall, so ein Snack für zwischendurch in der Nacht? Was ist nur los? Leg mal die Hände an die Tastatur. Wer hat da was durchs Zimmer geworfen? Ist alles in Ordnung? Oh mein Gott. Gehen Sie in Ihre Wohnung und bleiben Sie bei Kate. Ganz ruhig, Toby. Schauen wir mal, was wir hier haben. Was haben wir denn da? Das hier tickt. Ist das so gut, dass das tickt? Nein. Das hier tickt. Ich komme ja auch nicht wieder raus. Ach, untersuchen. Ich sehe Kabel. Sie könnten mit dem Deckel verbunden sein. Vorsichtig öffnen. What? Ein kleines tickendes Geschenk von einem heimlichen Bewunderer. Mir bleiben noch 2 Minuten. Okay. Aha. Diese Spule sorgt dafür, dass sich die Bombe nicht so einfach entschärfen lässt. Okay. Wenn kein Strom mehr anliegt, schließt sie den Sekundärkreislauf und das lässt die Bombe explodieren. Okay, nicht so gut. Das ist Sprengstoff. Kabel gehen rein und raus und es bringt nichts zu schätzen, wie sie im Inneren des Pakets genau verlaufen. Okay. An der Glocke und im Schlägel sind Kabel befestigt. Wenn der Alarm losgeht, explodiert die Bombe. Das ist die Stromquelle für die Zündung. Kann ich da nicht einfach... Nein, kann ich nicht. Ein kleines tickendes Geschenk von einem... Okay, kann ich sonst noch was angucken hier? W, vorspulen? Ich will nicht vorspulen. Warum sollte ich vorspulen? Wenn der Stromkreislauf unterbrochen wird, geht es sofort hoch, oder nicht? Ja. Was passiert denn, wenn ich dann vorspule? Okay, dann geht's auch nicht. Hätte ja sein können, dass es, wenn die Zeit abläuft, dass es dann nur eine Attrappe ist. Oh nein, überspringen würde ich nicht. Kann ich hier nicht T? Aber T hilft mir auch gar nicht. Das ist an der Glocke und im Schlägel sind Kabel befestigt. Kann ich sonst noch irgendwas tun hier? Das ist da, wenn kein das ist. Keep talking and nobody explodes. An der Glocke. Kann ich nicht einfach hier irgendwie die Uhr kaputt machen? Muss ich jetzt alle Kabel einfach durchprobieren oder was? Hä? Was soll ich denn da machen? Da wäre ein bisschen Hilfe wäre super. Oder bin ich einfach wieder zu doof und check irgendwas nicht? Wenn...
Das ist... Warum kann ich vorspulen? Warum gibt es die Möglichkeit, da vorzuspulen? Wenn ich doch nur sterbe, dann... Ah, okay, das war gut, scheinbar. Ich glaube, ich kann jetzt alles durchschneiden, oder? Ich glaube, ich habe es geschafft. Haben wir noch was nicht durchgeschnitten ist? Ja, das da. Sonst noch ein Kabel, was gerne durchgeschnitten wollen, wäre das da. Na. Jetzt macht es auch Sinn, vorzuspulen. Haha! Haha! Unverwüstlich, unerwünschtes Geschenk. Was ist los? Eine kleine Bombe. Jemand wollte mich töten? Warum nur? Ich glaube nicht, dass Sie das Ziel waren. Wer sonst? Ich? Mr. Holmes, geht es Ihnen gut? Ich habe den Kerl gesehen, aber er ist mir leider entwischt. Wie sah er aus? Kannst du ihn beschreiben? Dünn, etwa 5 Fuß 5 Zoll groß, schwarze Haare, Hasenscharte. Erzähle uns alles, was du gesehen hast. Der Kerl sah zu Ihrer Wohnung hoch. Ich dachte erst, dass er ein Klient ist. Dann zog er aber etwas aus seiner Jackentasche und warf es durch ihr Fenster. Ich rief nach ihm, doch er rannte los. Ich griff nach seinem Ärmel, aber er wand sich aus seiner Jacke und verschwand. Es tut mir leid, dass er mir entwischt ist. Das muss es nicht. Wir haben die Jacke. Sehen wir uns jetzt einmal die Jacke an. Hier ist sie. Sehr gut, Wiggins. Hier ein Penny. Oh, danke, Mr. Holmes. Gut, damals konnte man vielleicht noch einiges dafür kaufen. So, dann schauen wir uns mal die Jacke an. Was haben wir denn da? Ein Messer. JT. JT. Die Initialen des Besitzers. Oder halt JT. Was haben wir da für ein Büchlein? Sehen wir uns das mal an. Ja. Da steht vielleicht eine geheime Botschaft, geschrieben mit Zitronensaft. Nein, fassen Sie nichts an! Was ist das für ein Idiot? Dieses Blatt Papier ist voller Tintenflecke. Ich hätte den Text mit meinem Analysetisch retten können, wenn Wilde ihn nicht zerstört hätte. Oh, der Spasti. Rally Mohawks. Sammelt euch Mohawks, macht euch auf die Beine und zeigt King George, Steuern kriegt er keine von uns für seine ekligen Tee. Sein Drohen ist vergebens, wie auch zu denken, dass er unsere Frauen zwingen kann, ihn zu trinken, sein Gesöff aus fremdem Klee. Sammelt euch Jungs und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Dragon. Das war ein guter Reim am Ende. Ein Gedicht. Aber was bedeutet es? Das ist kein Gedicht, sondern ein Lied. Rally Mohawks. Über den Tag, an dem Amerika gegen die englische Unterdrückung aufbegehrte. Sammelt euch, Jungs, und eilt voran, um unsere Anführer zu treffen im Green Dragon. Und da haben sie sicher ihre Krüge gehoben, eine neue Nation gegründet und entschieden, wann sie ein paar Kisten englischen Tee in den Hafen dort schütten. Warum führte er wohl solch ein Lied mit sich? Das ist wirklich interessant. Wer wollte mich töten, Mr. Holmes? Gut gemacht, Toby. Der Analysetisch ist hinüber. Kann ich hier irgendwas... Ah, guck mal, das Lied kann ich noch untersuchen. Geschichte? Green Dragon. Das in der Union Street im Norden von Boston gelegene Green Dragon war ein Lokal und zugleich beliebter Treffpunkt politischer Aktivisten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in ganz Europa zahlreiche Kopien des Green Dragon eröffnet. Eine dieser Nachahmerkneipen befindet sich in London in der Nähe des Hafens im Bezirk Whitechapel. Da, gefunden. Ja, das haben wir gerade schon gesehen. Das wäre vorerst alles. Hauen wir uns für ein paar Stunden aufs Ohr. Wie können Sie schlafen, wenn man nach meinem Leben trachtet? Wie egoistisch. Ich hätte jetzt auch noch was hergeleitet, aber okay. Machen wir wohl morgen.
Am nächsten Morgen. Jetzt können wir gucken, mal, was wir so herleiten können. Analysetisch und zerstörter Beweis. Absicht. Orson Welles hat den Analysetisch und das Beweisstück aus der Jacke des Bombenwerfers absichtlich zerstört. Aus Versehen. Orson Welles wollte nur behilflich sein. Ich würde erstmal das sagen, aber ich lege mich mal noch gar nicht fest. Kneipe und selbstgebaute Bombe passt überhaupt nicht zusammen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir uns ja gleich schon für was entscheiden, damit es überhaupt weitergeht. Na, schauen wir erstmal. Ist so witzig. Wer? Ach, Toby mit dem... Aha. Wie ich sehe, hast du dich bereits mit Kate angefreundet. Mit dem Partyhut. Und gut geschlafen, Kate? Sehr gut sogar, danke, Vater. Ist das Wild? Was treibt er schon wieder? Na, er macht dich zu einer Legende. Ah, Dummkopf. Kate, was ist los? Nun, ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich mit Alice in den Zoo gehe. Danach essen wir etwas in der Stadt. In den Zoo, hier bleiben. Ich habe dich zuletzt kaum gesehen. Willst du nicht ein bisschen hierbleiben, Kate? Dann erinnerst du dich? Was? Heute ist mein Geburtstag. Autsch. Okay, nein, ich geb's zu. Es tut mir leid, Kate. Wilds Besuch hat mich... Nun, hier hast du etwas Taschengeld. Kauf dir was Schönes. Gut. Ich gehe dann mal. Kate. Du machst nie etwas richtig. Ach, Kate, schon gut. Komm her. Mir reicht es, dass ich dir einfach egal bin. Das stimmt nicht. Die Nacht war nur turbulent. Ja, Alice hat mir davon erzählt. Aber du eben nicht. Kate, ich will dich doch nur beschützen. Du verstehst gar nichts. Ich wünschte, Alice würde mich adoptieren. Das ist lächerlich. Warum haben mich meine Eltern bloß dir anvertraut? Kannten sie dich überhaupt? Kate, komm zurück. Verdammt, so ein Mist. Diese Alice. Ich weiß nicht so recht. Es kommt mir so vor, als ob sie mit Kates Gefühlen spielt. Da Alice gerade mit Kate unterwegs ist, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, mich einmal in ihrer Wohnung umzusehen. In die Kneipe sollte ich sowieso erst am Abend gehen. Okay. Wie kommen wir da hin? Hier hoch? Nee. Also wir müssen dann ins Nachbarhaus. Auf welcher Seite wohnte die denn? Auf welcher Seite im Nachbarhaus? Ich gehe besser nicht raus, sonst sehen mich die Journalisten. Ach so, kann ich hier irgendwo durch? Mrs. Hudson ist nicht da. Okay. Gewalt ist keine Option. Ich muss einen anderen Weg in ihre Wohnung finden. Also dann wahrscheinlich... Ein Hinterzimmer. Wahrscheinlich über den Balkon. Würde ich jetzt mal tippen. So wie wir auch das letzte Mal Kontakt mit dir aufgenommen haben. War das hier? Ja, hier ist der Balkon. Hoffentlich sehen das die Journalisten nicht. Ah ja, wieder mal so ein Schloss. Sie können mehrere DJ gleichzeitig nutzen, um die Schlossscheiben anzuheben und das Schloss zu knacken. Okay, F1 zurück. Okay, okay, das haben wir. Wir nehmen mal die beiden wieder mit. Wir brauchen auf jeden Fall wieder den. Gut, das passt schon. Und dann brauchen wir auch wieder den, oder? Nee. So. Sehr gut. Dann gehen wir mal hinein.
Alice scheint hier in diesem Stuhl zu schlafen. So unbequem er auch aussehen mag. Mysteriös. Was haben wir da? Das ist ein Beruhigungsmittel. Gibt sie das Kate oder was? Geruch bitte. Geruchlos. Na dann, probier mal. Nimm mal einen Schluck. Schmeckt sehr bitter. Geruchlos schmeckt bitter? Das ist ein Schlafmittel. Warum schläft Sherlock jetzt nicht ein? Was haben wir hier? Sie hat ein Geschenk für Kate. Sie hat sich an ihren Geburtstag erinnert. Frauen sind gut bei so etwas. Okay, dann schauen wir uns in der nächsten Folge hier mal weiter um. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Macht's gut. Tschüsschen!